Herzlich willkommen bei unserem Beer-Tasting-Tutorial Nummer 4. In diesem Video lernen Sie, wie Sie bei Ihren Produkten Aktionspreise einstellen und verwalten können. Los geht's! Wir beginnen, indem wir zunächst die Website www.beertasting.com/admin aufrufen und uns mit unseren Anmeldedaten einloggen. Nun navigieren wir unter dem Punkt Datenobjekte zu dem Produkt, für das wir einen Aktionspreis einstellen möchten. Klicken Sie sich dazu über die grauen Plus-Symbole einfach zu Ihrem Produkt durch. Navigieren Sie zu dem Reiter Price Rules. Hier haben Sie nun zwei Möglichkeiten: Specific Price Rules und Quantity Price Rules. Die erste Option ermöglicht einen herkömmlichen Preisnachlass. Die zweite Option einen Preisnachlass abhängig von der gekauften Menge. Zunächst gehen wir die Specific Price Rule durch. Um diese zu erstellen, klicken Sie auf das grüne Plus auf der rechten Seite. Sie können der Preisregel nun eine interne Bezeichnung geben, die nur Sie sehen können. Danach schalten Sie die Regel aktiv. Unter Label geben Sie die Bezeichnung des Preisnachlasses ein, die Kunden im Warenkorb sehen können. Bitte achten Sie darauf, diese Bezeichnung bei Deutsch Deutschland und Deutsch Österreich einzugeben. Speichern Sie nun das Produkt ab und laden Sie es neu. Das System legt dadurch die nötigen Verzeichnisse an. Sobald das Produkt neu geladen ist, können Sie auf den nächsten Reiter Bedingungen klicken. Hier haben Sie einige Auswahlmöglichkeiten, um Bedingungen dafür zu erstellen, wann diese Preisregel angewandt wird. Mit Zeitspanne können Sie beispielsweise einstellen, wie lange dieser Aktionspreis gültig sein soll. Mit Stores lässt sich einstellen, ob der Aktionspreis in Deutschland, Österreich oder beiden Ländern aktiv sein soll. Klicken Sie nun wieder auf Speichern und laden Sie das Produkt wieder neu. Gehen wir nun weiter zum Punkt Aktionen. Hier kann jetzt der eigentliche Aktionspreis definiert werden. Auch hier klicken wir wieder auf das grüne Plus. Der Aktionspreis kann nun über einen Rabatt in Euro oder Prozent eingestellt werden. Alternativ dazu können Sie auch manuell einen Aktionspreis definieren. Wenn Sie auch den Vergleichspreis, also den ursprünglichen Preis, anpassen möchten, so können Sie diesen über Optionen Preis verändern. Nun müssen Sie das Produkt nur noch erneut abspeichern. Fertig! Widmen wir uns nun den Quantity Price Rules. Auch hier klicken wir wieder auf das grüne Plus und geben der Preisregel eine interne Bezeichnung. Danach wählen wir unter Berechnungsverhalten die einzige Option Volumen aus und schalten die Preisregel aktiv. Wir springen jetzt weiter zu dem Punkt Stückmengen Preisregeln. Mit einem Klick auf Hinzufügen erstellen wir nun die Preisregel und geben ein, ab wie vielen Einheiten der Aktionspreis gilt. Unter Berechnungsverhalten können Sie nun auswählen, ob der Preis ab dieser Menge erhöht oder verringert wird. Mit der Option Neuer Preis kann manuell ein Aktionspreis eingegeben werden. Unter Einheit kann das Gebinde ausgewählt werden, für das der neue Preis gilt. Unter Hervorheben können Sie bestimmen, ob der neue Preis gleich bei dem Produkt selber oder erst im Warenkorb angezeigt werden soll. Unter Betrag können Preisaufschlag, Preisnachlass oder der neue Preis eingegeben werden. Unter Währung geben Sie die gewünschte Währung, also Euro, ein. Unter Prozentsatz können Preisaufschlag oder Preisnachlass in Prozent eingegeben werden. Der letzte Reiter Pseudopreis kann, muss aber nicht befüllt werden. Hier kann der Vergleichspreis eingegeben werden. Wir sind nun fast fertig. Speichern Sie das Produkt jetzt ab, laden Sie es neu und springen Sie zu dem Reiter Bedingungen. Hier stehen wieder dieselben Optionen zur Verfügung wie bei der Specific Price Rule.
Machen Sie hier Ihre Eingaben und speichern Sie das Produkt dann erneut. Fertig! Sie haben nun gelernt, wie Sie Aktionspreise für Ihre Produkte auf dem Beer-Tasting-Marktplatz einstellen und verwalten. Wir haben noch viele weitere Tutorials auf unserem Kanal, welche Sie sich ebenfalls gerne ansehen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Erfolg beim Verkauf. Bis zum nächsten Mal.